Hallo, weiter geht's mit Isaac und dieses Mal wollen wir nicht so hart fehlen. Na gut, letztes Mal, wir waren ja eigentlich gut, das muss man ja sagen. Also Gertie haben wir ganz schön auf die Fresse gekloppt. Doch diese Scheißfliege, hier so ein Scheißfliegending, ey. Oh, ich muss kotzen, ey. Na egal, jetzt zocken wir mal weiter und mal gucken, wie weit wir kommen. Und ich sag mal, starten wir mal. Start, habe ich gesagt. Maggie oder Isaac? Maggie, Isaac, Maggie, Isaac, Maggie. Maggie, komm, Maggie, Maggie bisher hatte ich mir heute, der ist super Glück. Auch wenn die keinen Lucky Horseshoe hat. Ich glaube, das heißt das Item. Dieses Luck-Item, das soll Glück bringen, deshalb will ich auch unbedingt Kane haben. Au! Ja, ist klar. Ist so klar. Natürlich. Fliegen lieben mich ja momentan, so richtig. Moment, da müssen wir einfach rein und feuern. Was das Zeug hält. Wow, wow, wow. Ah. Das kann man nie ausweichen. So, puh. Oh, schon eine Bombe gekriegt. Das ist nicht schlecht. Wenn wir so weitermachen. Ah, fliegen! Fliegen! Ich hasse Fliegen. Euch Pyjamas oder springenden Köpfe, keine Ahnung, was ihr sein sollt, kopflosen Dinger, die springen, euch hasse ich auch. Aber fliegen, oh. Ich könnte kotzen bei den Dingern. Ich könnte kotzen bei den Dingern. Ich will die alle töten. Und die schon wieder hier, die sind nicht schlimm. Wobei die in speziellen Räumen auch richtig böse sein können. Ich meine, es gibt auch einen Endboss, habe ich mal zumindest mal gesehen. Ja, ich habe mir schon mal ein bisschen im Wiki umgeguckt. Der sieht so ähnlich aus. Und die sind auch nicht so schlimm. Muss man doch ausweichen. Ja. Yamhart wieder ready. Wenn wir ausgiebig von nichts machen. Speedrun. Oh, super. Guck doch die. Ich finde das Gesicht einfach mal so richtig. Richtig genial. Übrigens nochmal so in dem Itemraum. Der ist, also dem Itemraum ist nicht immer der geheime Raum. Und ich weiß, dass es zwei geheime Räume gibt. Das wollte ich nochmal ganz kurz anmerken. Also es ist mir bekannt, dass es zwei geheime Räume gibt. Den einen, das ist allerdings ein Raum, da kommt man nicht so easy rein. Da muss man, glaube ich, dieses Teleport-Ding haben. Und das ist meistens einfach nur Luck. Ob man da wirklich rankommt oder nicht, das ist wirklich Luck. Und da war Geld in der Scheiße. Okay. Das könnte ein böser Raum werden, wenn das die schnellen werden. Dann müssen die langsam. Außerdem haben wir Speed Up und wir haben Range Up. Was wollen die machen? Also solche Upgrades habe ich am liebsten anfangs. Da geht es nämlich immer richtig schön ab. Oh, und ich weiß, wo der Geheimraum ist, glaube ich. Wir haben eine Bombe. Die können wir. Ah, warum die benutzen? Eine Bombe. Na, wir kriegen bestimmt noch ein paar. Komm. So viel zu, dass er immer neben dem Linksraum ist. Ich meine, es kann gut vorkommen, aber. Oh! Das habe ich auch schon gesehen. Jetzt slowen wir. Jetzt sind wir richtig böse. Jetzt machen wir richtig Schaden. Und hat Maggie da eine Spinne im Kopf? Ich mag ja Spinnen überhaupt nicht, nur mal so nebenbei. Genauso wie ich Anglerfische nicht mag, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich habe mich mal aber ein bisschen über die informiert. Die Männchen sind Parasiten, die von den Frauen aufgefressen, nein, nicht aufgefressen, aber so. Wie kann man das beschreiben? Wow, 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 Larry, 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 Larry. Oh, aber jetzt haben wir richtig schönes Upgrade gekriegt. Also damit, wenn wir das Upgrade behalten, damit können wir sogar Marm besiegen, wenn wir es richtig schaffen. Ich habe dieses Mal richtig gutes Gefühl. Wenn ich jetzt nicht verkacke wieder, wie alles, wie sonst immer, dann können wir diesen Run locker schaffen. Komm, Larry, Larry. Oh, und ein Larry schon down. Seht ihr, wie er geslowt wird? Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Dieses Upgrade, das ist das beste Upgrade ever. Und Kleiderbügel. Ja, jetzt hängt der Kleiderbügel gleichzeitig auch noch mit da raus. Jetzt haben wir Tiers ab. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Boah, es geht ab. Tut mir sehr leid. Ab und an mal husten muss auch sein. Gleich nichts für. Ist halt die Jahreszeit.
Oh, jetzt geht's richtig ab. Jetzt können wir richtig erst mal. Das passiert übrigens, wenn man an Dings an den Tür das benutzt. Bomben, dann kann man die aufmachen. Das heißt, wenn man irgendwie wirklich in Not gerät und dann wirklich raus, dann kann man da. Dann kommt man da noch raus. Das ist natürlich ein schlechter Raum, um gegen diese Viecher zu kämpfen. Aber es geht. Komm, schaffen wir schon. Ich werde immer zuversichtlicher. Haben wir geschafft. Ah, super. Und finden ein halbes Herz, aber wir können uns im anderen Raum da noch ein halbes Herz holen. Oder so, wenn wir es nicht benutzen. Oh, super. Oh, jetzt kriegen wir mal schönere Upgrades. Das ist schön. Das ist richtig schön. Wenn ihr den Magnet noch, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert an den Magnet, der gibt uns halt die Fähigkeit. Übrigens ist hier blauer Stein, aber den können wir nicht kaputt machen. Schade. Der gibt uns die Möglichkeit. Ich zeig's euch. Hier, guck mal. Ah, super. Wenn ihr euch wirklich nicht mehr erinnert, wenn ihr euch noch erinnert, dann war es gerade ein bisschen pointless, aber. Und übrigens müssen wir jetzt jede Fliege töten. Wir müssen Piep 10-mal töten und wir müssen auch jedes von den verdammten Gerdys töten. Gerdy ist auch so ein Sack. Ah, natürlich. Jamhart. Nicht getroffen werden. Ich will gleich mal gucken, ob den einen Raum, was da drin ist. Und wie man übrigens schon bei Gerdy gesehen hat, um nochmal wirklich so ein bisschen auf den Zuschauer zu reagieren. Ja, ich lese, was sie schreibt. Ja, weil schreiben ja sowieso noch nicht so viele, aber. Also ich lese auf jeden Fall, was ihr schreibt, und ich habe gerne die Bomben. Also die Bomben benutze ich zwar gerne, aber bei gegen. Ja toll, das war jetzt voll useless, der Rand. Doch, es war nicht useless. Ich kann Spinnen Dings töten. Das ist schon mal gut. Scheiß Fliegen, ey. Oh, aber nicht solche Fliegen! Gut, dass wir Speed-Up haben. Alter. Okay, wir gehen jetzt hier raus mit nichts Bonus. Doch, Schlüsselbonus. Nicht schlecht. Haben wir Schlüssel wieder. Na ja, gut, den hatten wir vorher schon gehabt. Ja, toll. Und die ist schon wieder hier. Kann man die ausslowen? Das wäre super. Komm her, komm her, komm her. Oh, nein, nein, nein. Au, ja, man kann sie slowen. Und selbst die Kugeln werden langsamer. Das ist schön. Das haben wir nämlich freigeschaltet übrigens letztens. Ich glaube, da mussten wir erstmal einmal irgendwie ein Level oder so schaffen. Ich weiß nicht, also ein Level von diesem Basement, also vom Keller. Danach haben wir die Caves. Da waren wir ja auch schon, also wird ziemlich verreckt oft. Ich bin diesmal zuversichtlicher. Wenn wir jetzt nicht komplett failen und. Warum könnt ihr durch den Dings durchschießen und ich nicht? Seid ihr bekloppt oder so? Ich sag's euch, die Gegner cheaten. Oder um jemanden zu zitieren, das sind ja alles Hacker, ne? Wow, Riesenfliegen. Ich brauch noch ein paar Namen für die. Mir fällt kein Name für die Viecher ein, für die Fliegen. Nimm sie einfach Riesenfliegen. Oh, dieser Raum könnte ein bisschen böse werden, wenn wir nicht aufpassen. Aber. Ja, wir passen natürlich wieder nicht auf. Jammert. Ich habe eine Vermutung, wo das Ding ist, aber ich habe jetzt keinen Bock, das zu. Obwohl. Nee, es kann nur ein Raum sein. Weil soweit ich sie mich mittlerweile mitgekriegt habe, sind die zum größten Teil immer wirklich, wo drei Dings sind. Wo drei Räume sich treffen. Da natürlich wieder nicht. Ist es so klar. Na egal. Habe ich halt Pech gehabt. Monstro. Ja, den schaffen wir. Boah, jetzt wo wir den slowen können. Natürlich laufe ich dann rein. Werd voll getroffen. Boah, ich bin ja gar nicht so weit, wenn er geslowt ist. Oh, dieses Slowding, es ist so genial, ey. Ich glaub gar nicht, was das ausmacht, ey. Für mich.
Oh, da springt ja eigentlich wieder so weit. Der war schon wieder geslowt. Das heißt also, wenn die Viecher geslowt sind, dann springen sie nicht so weit. Hey, dann wäre Piepi eigentlich einfach. Mom's Lipstick, Range Up. Ja, auch nicht schlecht. Nicht doll, aber auch nicht schlecht. Wie viel Range haben wir jetzt? Na, ja, okay. Fast den ganzen Raum. Das ist schon mal was. Tut mir leid. Schon wieder. Jetzt sind wir in den Höhlen. Hör auf, deine Fliegen auszuspucken. Ich hasse diese Viecher. Sterb, ihr Fliegen. Auch tot. Okay. Ach, er hier. Hm, komm nicht dran, können wir kein Geld geben. Sorry. Und hier ist direkt schon der Bossraum. Hm, Bossraum gehen wir natürlich noch nicht, weil ich will erstmal wirklich komplett gestärkt da rein. Wir sind eigentlich gestärkt. Und wir können ja aus dem Bossraum wieder rausrennen. Komm, machen wir mal. Piep! Ah, oh, dich kennen wir noch, Piep, ne? Ah, oh, der wird so einfach, der wird so ein Pushover. Sagt er ja und kriegt gleich sofort auf die Schnauze. Hm, das ist gar nicht mehr so schwer. Deswegen wollte ich auch sofort hier schon reingehen, weil wir komplett gestärkt reingehen. Ups, ah, natürlich. Das war jetzt dumm von mir. Das war auch dumm von mir. Hätte ich nie reinjumpen müssen. Ich sehe es gleich schon kommen. Wir verlieren noch. Das wäre echt extrem peinlich. Einfach nur aufpassen auf die Augen. Jetzt bitte auf zu strullen, danke. Ah, oh, fuck, 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 fuck. Come in, come in. Little Sharp has appeared in the basement, okay. Und Dinner. Und jetzt können wir erstmal den ganzen Raum erstmal, also den ganzen Dungeon erstmal erkunden. Ich habe es extra gemacht, weil ich habe mich halt sicher gefühlt. Es war natürlich jetzt ein bisschen knapp, aber das war alles natürlich nur dramaturgisch von mir inszeniert. Was denkt ihr denn? Ich kann doch nicht verlieren, das geht doch nicht. Happy Feeder oder was? Wir brauchen aber definitiv mal ein Damage-Up oder so, weil sonst wird das hier auch nicht so. Wär natürlich geil, wenn wir gleich das nächste Item, was wir kriegen, Damage-Up oder so. Judgment, was war nochmal Judgment? Justice gibt mir Items, Judgment, keine Ahnung. Das ist ein komischer Raum, aber... Komm her! Komm zu Mama! Ist ja Mama deswegen. Na gut, es ist ja eigentlich Isaac mit der Perücke auf. Komm zu Papa! Judgment, probieren wir gleich mal aus, also. Ach, da kommt er hier. Okay. Der kriegt gleich ein bisschen Geld von uns. Oder gehen wir erstmal gucken. Gehen wir erstmal gucken. Vielleicht kriegen wir gleich irgendwie fünf Nickel oder so. Heißt dann, glaube ich, Nickel, oder? So, ich bin nicht so ganz bewandt mit den amerikanischen Fachwörtern dafür. Pills hier. Bitte Damage Up oder Speed Up oder sowas. Full Health, ja. Hallo Lass, dich haben wir auch schon. Du wirst jetzt so richtig schön auseinandergenommen. Guck mal, was ich hab. Haha. Du bist geslowt, ah? Ja, sowieso ist eine Taktik gegen dich, du Scheißvieh. So, komm her, komm, komm. Tot. Pilz hier. Komm, bitte, positive. Balls of Steel. Ja, das ist auch nicht schlecht. Und eine Bombe. Hat sich gelohnt.
Zum Bettler gehen wir gleich, dann geben wir gleich mal ein bisschen Geld. Gucken wir erstmal noch hier oben. Hier sind viel zu viele Orte, wo die geheime Dings sein kann. Ja. Der geheime Raum. Ich glaube, das lassen wir einfach mal mit dem Suchen jetzt, weil mit einer Bombe machen wir nicht viel. Darum ist auch nicht gerade so schwer. Geht eigentlich. Komm, Sen, komm her. Ach, ich liebe den Magnet, der ist einfach so genial. Und ich wusste, dass jetzt gleich hier der Raum kommt. Ich wusste nicht, dass so ein Raum direkt davor ist, aber ich wusste, dass der Itemraum kommt. Komm bitte irgendwas mit Damage. Oh, auch nicht schlecht. Jetzt haben wir noch ein Herz. Oh, meine Stimme will gerade wieder. Überhaupt nicht. So, gehen wir erstmal zum kleinen Bettler. Der hat erstmal, kriegt erstmal ein paar Cents. Meistens kriegt man ja immer was Schönes daraus. Zum Beispiel Life-Up oder sonst sowas. Oder Bomben. Hm, da, sag ich doch, Bombe. Ah, schon weg. Steam Sale. Oh! Oh, hätten wir jetzt noch einen Cent mehr. Oh. Nächstes Level. Dann kriegen wir nämlich 50% auf alles. Können wir nämlich zum Beispiel schon mal ein Item holen, also das wäre schon mal richtig genial. Gut, dass wir den Boss nicht mal nochmal gegen kämpfen müssen. Wobei ich weiß, es gibt einen Exploit. Aber den würde ich sowieso nicht benutzen, weil ich finde Exploit, das ist einfach mal scheiße. Das ist lame. Das machen nur Noobs. Ich bin darauf nicht angewiesen. Ist nichts drin gewesen. Schade, hätte ja was sein können. Ach, ihr schon wieder hier. Nicht so schwer. Komm her, Bombe. Wir haben 4 Bomben. Ich glaube, wir werden gleich mal benutzen, weil... Oh, die. Ja, die sind böse hier. Die chargen ran. Mit dem Kopf. Boah, dass ich das ausgewichen habe, ey. Hammerhart. Da möchte ich aber jetzt noch nicht reingehen. Ich meine, wir haben jetzt 8 Cent. Da können wir gleich mal mit dem Steam Sale gleich mal was kaufen. Außerdem möchte ich noch den Itemraum jetzt mal wirklich suchen, erstmal. Verpiss dich, Fliege. Ich hasse dich. Ich hasse euch alle. Oh, aber dieses Upgrade, das mit den Spinnen-Upgrade, das mit dem Spinnennetz, ist einfach mal so genial. Ich meine, guckt euch das an, wie wir hier abgehen. Noch her keine Probleme gehabt. Ich glaube, Maggie gibt mir einfach viel Glück. Ich weiß nicht warum, aber. Hat bisher am meisten Glück gebracht, die Maggie. Komm her, Bomben. Ja, jetzt habe ich genug Bomben. Ich mache gleich, glaube ich, die Kiste dahin auf. Was haben wir hier? Oh, das ist, glaube ich, das. Was ist das für eins? Boom. Ah ja, wir kriegen Bomben dazu. Und unsere Bomben machen, glaube ich, mehr Schaden oder so. Der Raum ist auch nicht gerade so schwer. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile. Vielleicht kriegen wir gleich Chap als Gegner. Das wäre auch nicht schlecht. Den können wir auch locker besiegen. Also mittlerweile bin ich richtig zuversichtlich. Selbst wenn wir gegen Marm antreten. Die müssen wir auch schaffen. Natürlich könnte ich das Ganze hier komplett versaut haben, indem ich das einfach mal sage, aber... Positiv muss man ja auch ein bisschen denken. Oh, natürlich... Nein! Oh! Da haben die... Habt ihr das gesehen? Haben die mich festgehalten, die Drecksäcke? Boah, sorry, wenn ich rede, aber ich muss mich schon wieder wirklich ein bisschen konzentrieren. Jetzt momentan wird es wieder kritisch. Ich müsste schon wieder ein bisschen aufpassen. Und Cent, ja, wir können definitiv gleich was im Steam Sale kaufen. Naja gut, kritisch noch nicht. Wir haben wirklich noch genug Leben, aber man muss trotzdem... Wie heißt... Ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, aber ich kenne es in Englisch. Better safe than sorry. Ja, ich gebe es wieder zu. Englisch LK, sorry. Da kennt man halt solche Sprüche. Komm, stirb, Made, stirb. Dort. Oh, das ist wieder ein böser Raum.
lieber ein Herz dran gehabt, aber egal. Schub der Hub. Yamaha ist besser. Schub der Hub ist aber geil. Das ist lustig, einfach nur weil. I'm a firing my laser. Und Pride. Pride ist nicht schwer, wenn man aufpasst. Oh! Magnet, der zieht die Bomben ran. Das ist natürlich böse. Da haben wir natürlich ein bisschen Arschkarte, muss man schon sagen. Egal, wir haben es geschafft. Hierophant, das gibt mir 2 Herzen, das weiß ich nämlich noch. Das machen wir natürlich gerne. Bitte hier den Dingsraum. Natürlich nicht. Dafür die Viecher, für die ich immer noch keinen Namen habe. Ich hab's euch ja gesagt, gebt mir einen Namen für die Viecher. Wenn ihr den Namen rausfindet, schreibt's mir von mir aus per Skype. Für all die, die mir gerne das Feedback so per Skype geben. Für alle anderen, die mir eher halt wirklich für den Comic schreiben, gebt mir mal irgendwie einen Namen für die Viecher. Ich brauche einen Namen. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Natürlich laufe ich rein, es ist so klar. Müssen wir wissen, was ich ja mal. So, kriegen wir nicht wieder eine Aufnahme dazu. Dann wird es einfach wahrscheinlich wohl oben sein. Und jetzt können wir auch, weil wir haben ja Dings, wir können jetzt wirklich mal nachgucken, ob hier was drin ist. Wenn da nichts drin ist, dann. Da ist kein Itemraum. Ist hier der Itemraum? Nein, natürlich nicht. Dann weiß ich nicht, wo er ist. Machen wir erstmal was anderes. Nicht der Itemraum, der Secretraum, der. Der Fragezeichenraum halt einfach. Ihr wisst, was ich nicht meine. Oh, das könnte wieder ein böser Raum werden. Puh, gerade ausgewichen noch so. Das ist wieder ein böser Raum für mich. Ich sollte mehr Toho zocken, ey, dann wüsste ich doch, wie das geht. Wer nicht Toho kennt, das ist halt so ein Bullet-Hell-Shooter, also wo wirklich die ganzen Kugeln auf einen zufliegen, wo man wirklich das Ganze auswendig lernen muss, um das wirklich hundertprozentig zu schaffen. Ist aber lustig. Ja, hier, die sind auch böse, wenn sie wirklich alle auf einen drauf kommen. Also, habe ich jetzt gerade gemerkt, also muss wirklich aufpassen. Aber wir sind gerade richtig reich, also richtig reich. Was kriegen wir denn? Oh, die Batterie! Oh, wir sind jetzt richtig genial ausgerüstet. Was macht denn der Spiegel? Kaufen wir den mal. My Reflection, was macht das? Ach, guck mal! Boomerang! Boomerang mit Slow. Jetzt geht's richtig ab. Ich sag's euch, Leute. Und einen Schlüssel brauchen wir. Okay, haben wir den ganzen Raum fast leer geräumt. Jetzt gibt's Boomerang-Shots. Jetzt fehlen noch Piercing, dann kann ich alles niedermachen. Haha, kann mal kommen. Haben wir den Boss schon besiegt? Nein, den müssen wir jetzt noch besiegen. Ja, bin ich immer gespannt. Fistula, nicht schwer. Fistula, glaube ich, war einfach. Das war dieses Teil, was sich teilt. Natürlich negative, weil wir haben keinen. Oh ja, es teilt sich. Nee, es könnte ein bisschen schwierig werden. Doch nicht. Da hat sich nämlich ganz schön wieder aufgeladen. Das macht die Batterie nämlich. Die lädt unser Item auf, was wir haben. Ich glaube, der Trick bei Fistula ist einfach möglichst wenig von den Viechern übrig lassen. Je länger unser Kampf übrigens dauert, desto eher lädt die Batterie das halt auf. Habe ich hier im Wiki nachgelesen. Und das ist so genial. Alles, was auch hinter uns steht, können wir damit treffen. Wenn man sich richtig anstellt, kann man, soweit ich weiß, sogar das Item jeden Raum benutzen. Und live up. Oh, jetzt haben wir richtig schön viel Leben. Jetzt fehlt nur irgendwie nur eine Arme oder so. Das ist natürlich auch noch lustig. Und ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl dabei. Wollen wir mal checken? Natürlich nicht.
wer hätte es denn bitte schon anders erwartet? Warum muss ich damit rechnen? Und noch ein Level vor Mom. Jetzt wird interessant. Tut mir leid, schon wieder husten. Ach ja, The Depths, jetzt wird's böse. Und, oh, nicht die schon wieder hier. Gleich sofort. Diese Kerle hier. So, Yamaha ist ready. Gleich sofort benutzen. Brauchen wir ja. Oh, hat sich doch gelohnt wieder. ein Dings. Ach, die Hirne. Ja, die Hirne. Oh, und die Viecher, die schießen. Die Turrets. Komm her, Gehirn. Brav. Yamaha gleich wieder ready. Dauert noch ein bisschen. Und schon wieder so ein Raum. Hm. Bisschen langweilig, oder nicht? So ein Raum. Und wieder ein Hirntod. Und das war jetzt ein Cheap Shot, ey. Das war jetzt richtig gemein. Und die Viecher hasse ich auch hier, die bei Gertie auch vorkommen. Komm, stirb, 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 stirb. Brav. Oh! Die macht aber Schaden, die Bombe. Nicht drauf geachtet, auf die Fliege. Komm her. Brav. Oh, das wird ein böser Raum. Das ist ein böser Raum. Das ist definitiv ein böser Raum. Oh, ein Nickel hat er nachgelassen. Super. Puh, das war ein böser Raum, oder? Was meint ihr? Das ist auch ein böser Raum, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man sich von den Viechern einkesseln lässt, wie ich jetzt gerade. Komm, lassen wir noch ein bisschen Zeit. Ich will das Yamaha jetzt voll haben. Komm, komm. Ach komm, scheiß drauf. Ja, doch. Yamaha ready. Hat sich doch gelohnt wieder. Wir brauchen aber jetzt wieder ein bisschen Geld, also. Komm, komm, komm. Itemraum? Secret Raum? Na, natürlich nicht. Was habe ich denn erwartet? Dass ich mal Glück habe? Nein, ich doch nicht. Da brauchen wir eine Bombe für, um da hinzukommen. Wir haben so viele Bomben, also. Wir können Gertie damit one-shot, glaube ich. Hoffe ich mal. Sollten wir gleich auf Gertie stoßen, das wäre natürlich nicht schlecht. Pills hier. Bitte was Positives. Bad Trip. Okay, wir haben Herz verloren. Kann passieren. Bitte, 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 bitte. Natürlich nicht. Was hätte ich denn wieder erwartet hier? Und das ist ein Raum, wo ich den schnell beenden möchte. Ich hasse diese Turrets gleichzeitig noch mit diesen Viechern, wo man nicht langrennen kann überall. Das war wie ein Cheap Shot, ey. Ganz ehrlich, Leute. Jetzt brauchen wir aber wirklich jetzt mal ein Damage Upgrade, ey. Wir haben bisher noch keinen Damage Upgrade gekriegt. Also. Guck mal hier. Guck mal hier. Ach. Mensch. Atemraum. Oh, Chocolate Milk. Das kenne ich auch schon. Ja, wir können nämlich unsere Shots jetzt aufladen. Das heißt, wir haben jetzt einen Shot, der aufgeladen, gleichzeitig zurückbounced. Also, der fast immer irgendwas treffen müsste. Ja. Mom, komm her. Ich hab was Schönes für dich. Boom. Jetzt wird's böse. Jetzt wird's richtig böse. Envy. Was macht der denn? Boah, habt ihr den Schaden gesehen? Ach, der teilt sich.
Enemy haben wir auch nicht gehabt. Der ist auch noch neu. Für uns. Das Fistula einfach nur. Nicht schwer. Muss man nur aufpassen, wie man langläuft. Wie ich jetzt gerade nicht. Wow, 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 wow. Natürlich werde ich getroffen. Oh, Net Envy. Du hast mir richtig schönes Item gelassen. Drecksack. Das hat jetzt keiner gehört, ne? Gut. Ich würde doch sowas nie sagen. Oh, was ist das für ein Raum? Ein richtig schöner Arschlochraum, also. Ach, die hier, die sind auch komisch. Die laufen einfach nur im Kreis. Die laufen an ihrem bestimmten Punkt lang. Oh, komm her, Herz. Ja, brav. Ach so, das Ding, die Dinger in der Ecke. Der Bossraum könnte wieder böse werden für mich, weil guck mal mein Leben an. Und das ist wieder so ein richtig schöner Arschlochraum. Herzen, bitte. Oh, super. Ein Herz gekriegt. Oh, das ist schön. Oh, den Boss schaffen wir. Komm, den schaffen wir. Wenn ich jetzt nicht hier komplett einfach dauernd in die Spikes reinrenne. Was ich ja Gott sei Dank nicht mache. Da haben wir schon gecheckt. Ja gut, wollte ich mit checken. Na, wir wollen sowieso zurück. Wir wollen erstmal in den Itemraum, in dem Shop, gucken, was wir kaufen können. Oh, bisher ist das mein längster Run, glaube ich. Ja, der ist schon ganz schön lang. So, wir können die Leiter kaufen, wir können My Little Unicorn kaufen, wir kaufen erstmal so ein Dings. Gucken, kaufen wir die Tarotkarte? 3 Cent, ja komm, kaufen wir. Strength, ich weiß nicht, was Strength macht, noch nie gehabt. Ich habe keine Stärke, wie lustig. Leiter, wir haben Magnet, eigentlich ist das ein bisschen useless. Kaufen wir nur Schlüssel. Das reicht. Gucken, was der Shop for Mom uns noch bringt. Jetzt kommt... Monstro 2? Okay. Ach, der macht... Der holt Fliegen raus. Das ist böse. Ach. Hey, das ist wie Sivir eigentlich, dieser My Reflection. Ich meine, man kann kontrollieren, wohin das am Ende gehen soll. Nur halt rückwärts. Und der hat den... Wie heißt es? Warte mal, warum benutzen wir nicht unsere Tarotkarte? Strength, was gibt das denn jetzt? Sind wir stärker oder... Ich glaube, wir sind stärker. Wir sind auf jeden Fall größer geworden. Ja, Monstro macht das weiter. Da habe ich nichts gegen. Dagegen habe ich schon eher was. Boah, was für Spikes, ey. Puh.
Wow! Guckt euch mal unser Leben an, ey. Oh. Jetzt geht's richtig ab, ich sag's euch, ey. Jetzt geht's richtig ab. Und jetzt Mom. Kämpfen direkt gegen Mom? Ich hoffe mal wohl eher nicht. Jetzt wird's richtig interessant. Oh. So, den gehen wir gleich mal gucken. Wow! Die sind auch neu. Sind das Fötusse oder so eine Art? Wie heißt eigentlich die Mehrzahl von Fötusse? Föti oder wie? Oh Gott. Und was machst du denn hier, Larry? Und warum bist du so grün? Der ist giftig. Oh, da muss ich aufpassen. Aber was ma... Der schießt! Was ein Arsch! Hallo? Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Total Larry. Guck mal, wenn der Kacke irgendwas ist. Dass man nämlich Jammer hat. Oh, die Maggie geht aber so ab, ey. Arcade, gehen wir nicht rein. Wir wollen erstmal in den Itemshop rein. Wenn ich die Bibel finde gleich. Also ich werde definitiv die Bibel kaufen. Hört sich komisch an. Wer will bitte schon die Bibel kaufen? Ja, die Bibel, da steht nicht wirklich so Schönes drin, also. Aber in dem Game hier gibt uns die Bibel richtig schön die Power-Mom richtig in den Arsch zu treten. Komm, komm, komm. Ja, brav. Wir wollen runter. Ach, die schon wieder. Mit Spikes. Da wollen die mich verarschen. Oh, da bin ich jetzt reingelaufen. Na, war doch nicht so schwer. Ging doch eigentlich. Slot Machine, da kommen wir nicht hin. Wollen wir auch nicht hin. Ach, der Fötus schon wieder. Wow, 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 wow. Da ist Mom. Wir können Mom jetzt direkt schon auf die Fresse hauen, aber ich glaube, wir wollen noch nicht rein, oder? Jammer halt übrigens mal benutzen, fällt mir gerade auf. Oh, jetzt wird's interessant. Wir können gleich gegen Mom kämpfen. Den Parents? Okay, das weiß ich definitiv nicht, was es macht. Lass es mal ausprobieren. Okay, die wollen wir nicht benutzen, die Bloodbank. Na, immerhin ist es ja mal wieder ready. Und wir sind schon fast full life. Aber ich will wirklich noch den Itemraum, weil also ich will wirklich komplett gestärkt gegen Mom da vorgehen. I killed Mom. So heißt das Achievement, hab ich mir schon angeguckt. Lustiges Achievement. Wenn wir gleich keinen Itemraum finden, dann gehen wir übrigens hier hin, also keinen Shop. Ich meine jetzt nicht Itemraum, ich hab mich versprochen. Kaputt. Und kaputt. Oh, die Hüpfer. Das sind die anderen Hüpfer, genau, die kenne ich auch schon. Ich weiß nicht, ob die schon im Video zu sehen waren, aber ich habe sie schon mal gesehen. Die machen halt diesen AE-Schaden. Und das könnte böse enden. Ah, ich will nicht sterben vor Mom. Wenn, dann will ich bei Mom sterben. Das wäre mir lieber. Komm, Stepphüpfer. Oh, wow. Das hätte mal wieder böse enden können. Und wenn wir dahin wollen, müssen wir ein Dings benutzen. Müssen wir zwei Schlüssel benutzen und eine Bombe. Ja, komm, machen wir. Emperor. Emperor bringt uns direkt zum Mom, glaube ich. Also was wir noch nicht machen wollen.
Zumindest noch nicht sofort, ne? Oh, fast hätte ich mir gerade schon wieder selbst einen Abseits geschossen. Wow, 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 wow. Geh kaputt, Bombe. Geh kaputt, Bombe. Brave Bombe. Jammert ready. Und das wollen wir natürlich benutzen sofort. Natürlich laufe ich in die Bombe rein. Was denkt ihr denn? Haha. Ich habe Balls of Steel. Ich laufe an alle Bomben rein. Justice. Justice nutzen wir. Bring das mal alles. Das ist richtig schön. Das hat es nochmal richtig gebracht. Gibt's keinen Itemraum bei Mom? Also im Cave 2, Depth 2? Gibt's keinen Shop? Ah, hier haben wir auch noch einen Raum. Warten wir ganz kurz ein bisschen, bis das Yam halt wirklich ready ist. Ist ein bisschen nervig, ja, tut mir leid, aber ich will wirklich, dass wir das Yam halt usen können. Komm, scheiß drauf. Kann es doch benutzen, geht doch. Alter Schwede! Nein, nicht die Hüpfer, nicht die Jumper, nicht die Jumper! Oh, ja, ist so klar, ey. Oh, die sind wie Monstro, die jumpen auch so rum. Die sind böse, die Gegner. Mother Brain, oder was ist das? Mother Brain. Kennt ihr Mother Brain? Das ist ein normales Gehirn, okay. Das war jetzt Pilz hier. Balls of Steel nutzen wir, ja. Gehen wir in den Shop rein. Was können wir kaufen? Was bringt die Brille? Hm, wollen wir nicht haben. Wir wollen das mal haben. Death, nimm mit. Auf jeden Fall. Ich schätze auf die Brille. Wir brauchen keine Brille. Wir brauchen keine Brille. Wir brauchen lieber Death. Für Mom. Das war knapp. Was kriegen wir? Beans. Was machen die? Sind das... Achso, zum Mitnehmen. Space to use. Okay. Nein. Ja, mal werden wir schon nochmal benutzen können, weil wir die Batterie haben. Gegen Mom. Und jetzt machen wir bevor wir da jetzt wirklich reingehen, gehen wir nochmal ganz kurz eben zum Dings. Wie heißt... zu Arcade, weil Arcade, wenn wir da mal reingehen, bringt uns auch Boni und wir können gleich mal alles in die Luft jagen. Nein, nicht öffnen, obwohl ist eigentlich scheißegal, aber einmal alles in die Luft jagen, was gibt es ein paar Sachen dazu zusätzlich. Wobei ich glaube, die Arcade ganz kurz. Nee, komm, scheiß drauf, machen wir kaputt. Genauso wie wir das in die Luft jagen und die Bloodbank in die Luft jagen. Pills hier, bitte was Positives. Bad Gas, okay. Wir haben ein bisschen Geld gekriegt, jetzt gehen wir mal ganz kurz zu dem kleinen Kerl hier. Oder warte mal, ist der kleine Kerl hier unten? Ne, der ist nur hier. Vielleicht kriegen wir noch was Nettes raus. Jetzt wirklich alles, ich würde jetzt wirklich alles machen, alles wirklich versuchen, soweit es geht. Den kann man übrigens auch in die Luft jagen, das wollen wir aber nicht. Komm, gib mir was für 5 Cent. Komm, komm, komm. Gib mir was. Danke, Bomben. Hat sich nicht gelohnt, aber immerhin. Hat ein bisschen was Geld hier, der Kleine. Wir sind ja auch nette Leute, ne? Wie lustig. Leute, jetzt. Es kommt. Jetzt kommt's. Mom. Mom. Wow. Wow. Warum nutzen wir Death nicht?
What the fuck? What the fuck, Mom? Ey, hammer hart. Stirb, Mom. Yamaha, ready. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh, kommt der fette Arm von der Mutter raus, ey. Alter, willst du mich verarschen? Oh, wie geil. Also den Bossfall von Mom habe ich jetzt noch nicht so wirklich gesehen. Immer wenn ich einen Let's Play oder so gesehen habe, dann bin ich immer... Oh, wie geil. Das haben wir gewonnen. Das haben wir. Das haben wir. Oh. Kriegst uns nicht, Mom! Stirb! Dumme Schlampe! Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Ja, das war's noch nicht ganz. Also, wir haben es jetzt schon geschafft. Aber das Game kann man auch mehrfach durchzocken. Man kann es, glaube ich, bis zu 10 Mal, soweit ich weiß, durchzocken. Das sind ganze Gegner. Host habe ich auch noch nicht gesehen. So heißen die Viecher, aber ganz ehrlich, ich gebe denen lieber eigene Namen. Monstro, Larry Jr. Oh, Larry Jr. Gemini kennen wir, Duke of Flies kennen wir, Sharp, Peep, du dumme Drecksau. Gertie! Oh, Fistula haben wir besiegt heute. Loki kenne ich nicht, Monstro 2 kenne ich. Und natürlich Mom. Und Isaac. Beziehungsweise Maggie. Wir haben ja Maggie gezockt. You unlock the womb. Chapter 4. Harbingers. The horsemen are loose. Okay. Cube of meat. Ja. Damit haben wir erstmal Mom besiegt. Wir haben jetzt über 50 Minuten aufgenommen, fast schon. Ja, na gut, 48 sind wir gerade dran. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mir die Daumen gedrückt habt. Ich bin so froh. Nein, müssen wir ganz nochmal eben gucken, was Collection, ganz schön viele Items haben wir mittlerweile. Wo ist denn jetzt zum Beispiel das neue Item, die Spinne? Ich finde sie gerade nicht, aber die Spinne, da ist die Spinne. Oh, die war ja mal so genial, die Spinne. Und die Schokoladenmilch, die war ja mal auch richtig genial. Stats, wir haben jetzt ein Ende, und zwar Mom besiegt. 7 Tode, also insgesamt haben wir schon 7 Mal gefailed. Mom Kills 0. Okay, das zählt nicht als Mom Kill. Wir haben noch Mom fast gekloppt. Cube of Meat haben wir jetzt. Komm, würde mal ganz kurz gucken. The Harbingers. Okay, neue Bosse wahrscheinlich wohl. Mom, das ist jetzt The Womb, also das ist das neue Areal, was wir reingehen können. Ja, Little Sharp haben wir vorhin gehabt. Ich sag jetzt mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis dahin. Und dann werden wir nochmal Mom auf die Schnauze kloppen. Und das war die falsche Taste. Bis dahin.